Oxidierbarkeit von Metallen. Auf ein Urglas werden einige Milliliter Ammoniaklösung gegeben. Im Anschluss daran fügt man noch einige Milliliter Silbernitratlösung hinzu. So erhält man eine sogenannte ammoniakalische Silbernitratlösung. In diese Lösung wird ein in Aceton gereinigtes 2-Cent-Stück gelegt. Nach circa einer Viertelstunde erkennt man eine Blaufärbung der ammoniakalischen Silbernitratlösung. Um das 2-Cent-Stück herum hat sich ein grauer Rand gebildet. Entfernt man das 2-Cent-Stück aus der Lösung, erkennt man auf der Rückseite einen silbrigen Belag. Wie kommt die Blaufärbung der Lösung zustande? Geben wir etwas Ammoniaklösung in eine Vertiefung einer Tüpfelplatte. Anschließend fügen wir noch etwas Silbernitratlösung hinzu. Zur Kontrolle wird jetzt in diesem Fall Kupfersulfatlösung verwendet. Auch hier ist sofort die klassische Blaufärbung erkennbar. Im zweiten Arbeitsschritt wird nur Ammoniaklösung verwendet und Kupfersulfatlösung hinzugefügt. Wiederum erkennt man eine Blaufärbung, den Nachweis von Kupfer.